Herzlich willkommen bei Edition Zukunft, der Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Ich bin Jakob Hallinger. Ohne eine biologische Vielfalt kann auch die Menschheit nicht überleben. Verschwinden die Arten, verschwinden auch wir. Das ist in etwa so, als wenn wir jeden Tag aufs Neue unsere Lebensversicherung kündigen, schreibt die deutsche Biologin Katrin Böning-Gese in ihrem kürzlich erschienenen Buch Vom Verschwinden der Arten. Böning-Gese ist Professorin an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt und forscht am Seckenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrum. Im Podcast spricht sie darüber, was die Hauptgründe für das Artensterben sind und was sich in Zukunft am besten dagegen unternehmen lässt. Frau Böning-Gese, vielen Dank, dass Sie heute hier mit uns sprechen. Vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr. Frau Böning-Gese, sprechen wir zu oft über den Klimawandel und zu wenig über das Artensterben? Meine Antwort wäre ja. Auf der einen Seite ist der Klimawandel natürlich super wichtig und wir sollten da wirklich viel darüber sprechen. Aber wir sollten über das Artensterben mindestens genauso häufig und genauso intensiv sprechen, weil es eben beim Klimawandel letztlich nur darum geht, wie wir als Menschheit in Zukunft auf der Erde leben. Aber beim Artensterben, ob wir als Menschheit in Zukunft auf der Erde überleben werden. Wie meinen Sie das konkret? Also inwiefern hängt die Artenvielfalt des Artensterbens mit unserem Überleben zusammen? Letztlich ist die Biodiversität unsere menschliche Existenzgrundlage. Fast alles, was wir brauchen, gewinnen wir aus der Natur. Das fängt an mit der Luft, die wir atmen, sauberes Trinkwasser, unsere Nahrung, unsere Kleidung, unser Bauholz. Selbst moderne Medikamente kommen immer noch aus der Natur. Und wenn wir diese Grundlage verlieren, dann wird unser menschliches Leben und auch Überleben gefährdet. Sie haben schon gesagt, also Sie haben auch das Gefühl, dass wir zu wenig oft über die Artenvielfalt, über den Artenschutz sprechen. Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Ich denke, die meisten Menschen nehmen das nicht wahr, dass die Biodiversität so dramatisch zurückgeht. Wir haben ja bei den Säugetieren, bei den Vögeln, bei den Reptilien, Amphibien haben wir ganz gute Langzeitdaten und wir haben über die letzten 50 Jahre 60% der Individuen verloren. Also im Prinzip seit meiner Schulzeit sind 2/3 aller Tiere auf der Erde verschwunden. Das ist ein dramatischer Rückgang, aber wer von uns hat es wirklich wahrgenommen? Und es liegt sicher zum einen daran, dass man die Arten gar nicht mehr so kennt. Wer kennt heute noch die Feldlerche? Da haben sich die Bestände in Deutschland auch über die letzten 25 Jahre halbiert. Rebhuhn ist um 91% zurückgegangen in Deutschland. Kiebitz um 93%. Aber wie gesagt, wer kennt denn die Arten? Und das Zweite ist, dass wir gar nicht merken, wie abhängig wir von der Natur sind. Wir gehen halt in den Supermarkt und kaufen da unsere Lebensmittel und die Regale sind gefüllt. Aber was dahinter steht, dass das irgendwann mal auf einem Acker oder auf der Wiese oder im Wald produziert werden musste, das sehen wir nicht. Und am ehesten sehen wir es manchmal in der Zwischenzeit an Preisschwankungen, wenn zum Beispiel die Schokoladenpreise plötzlich nach oben gehen, weil die Produktion in irgendeinem Land der Erde eingebrochen ist, dann merken wir das ein bisschen. Aber diese Abhängigkeit, die nehmen wir nicht wirklich wahr. Glauben Sie, dass ein Grund auch sein könnte, dass Biodiversität schlicht ein viel komplexeres Thema sein kann? Also wir sprechen ja beim Klimawandel sehr oft über CO2-Bilanzen und wie man die reduzieren kann. Bei der Biodiversität scheint es eben sehr viele Parameter zu geben, sehr viele Bereiche, die man sich anschauen kann. Könnte das auch ein Grund sein, warum es schwerer ist, den Bereich zu bearbeiten? Das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass auch das Klimathema eigentlich viel komplexer ist. Wir haben das in der Wissenschaft und im gesellschaftlichen Diskurs auf wenige Parameter reduziert, auf Temperatur und vielleicht noch Niederschläge, auf CO2-Bilanzen. Aber de facto, ich war gerade auf einem Workshop der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften in Rom, wo viele Vertreter von indigenen Völkern da waren. Da sagten Leute, die in den Savannen Kenias leben, sie haben 50 bis 80 Parameter für das Klima, nach denen sie ihre Entscheidungen fällen. Also das war eigentlich auch im Klimabereich eine totale Vereinfachung. Und in der Biodiversität haben wir diese Diversität an Indikatoren weiterhin
Und das ist auch gut so. Wir schauen auf die Ausdehnung von Wäldern, von Regenwäldern. Wir schauen auf die Bestandstrends von Arten. Wir schauen aber auch auf die genetische Diversität. Das ist für uns wichtig, wenn wir Agrobiodiversität anschauen, also die Diversität der Sorten, die wir im Landbau haben, an Äpfeln oder an Johannisbeeren und so weiter. Und das zu erhalten, diese Breite zu halten, ist eigentlich gut, weil das auch unterschiedliche Gründe hat, warum wir das schützen wollen. Die unterschiedlichen Sorten im Landbau brauchen wir ja auch für robuste Sorten, die gute Erträge liefern. Die Trends in den Häufigkeiten von Arten sind ein guter Indikator, wie es überhaupt um Ökosysteme bestellt ist. Die Ausdehnung von Wäldern sind dann auch für das Klimasystem wichtig. Das Vorkommen von Walen oder von sibirischen Tigern ist was, was ganz viele Menschen auch emotional berührt und diese ganze emotionale Verbundenheit mit der Natur zum Ausdruck bringt. Das heißt, dieses ganz breite Spektrum an Werten, die wir der Natur zuschreiben, wird eben auch durch diese verschiedenen Indikatoren eingefangen. Und das ist nicht nur eine Schwäche, sondern das ist auch eine Stärke, weil man damit die Menschen auf unterschiedliche Arten und Weisen ansprechen und erreichen kann. Die einen eben mit ökonomischen Experimenten, wo sollen unsere Medikamente in Zukunft herkommen, das ist doch ein wichtiges Geschäftsmodell. Die anderen vielleicht mit emotionalen Argumenten oder mit Kindheitserinnerungen. Und den Dritten ist dann eben auch ein gutes Leben wichtig und eine gute Beziehung zu der Natur. Und das heißt, man kann eigentlich auch ein breites Portfolio an Argumentationen führen. Und das ist was, was im Klimaschutz nicht so geführt wird. Und das ist eher eine Schwäche und ein Nachteil. Wir haben im Klimaschutz uns ganz stark auf alternative Energien fokussiert, auf technische Lösungen und dass wir eigentlich viel breitere Lösungen bräuchten. Eben auch naturbasierte Lösungen, auch ein gutes Zusammenleben, Änderungen im Konsum. Das ist über die ganzen Jahrzehnte der letzten Debatten fast gar nicht diskutiert worden. Sie haben schon das Thema Geschäftsmodell angesprochen. Oft heißt es jetzt beim Klimaschutz, dass es auch finanzielle Interessen braucht, um Klimaschutz voranzutreiben. Also es kann jetzt nicht nur ein ideologisches Interesse sein, sondern es müssen auch Unternehmen etwas davon haben. Und tatsächlich gibt es ja immer mehr Unternehmen, die jetzt zum Beispiel auf erneuerbare Energien setzen oder eben in anderen Bereichen zum Klimaschutz arbeiten. Glauben Sie, dass dieses unternehmerische, dieses wirtschaftliche Interesse trotzdem teilweise im Naturschutz fehlt? Es wäre kein Fehler, wenn das stärker da wäre. Das sollte sich entwickeln, weil in Zukunft genauso wie beim Klimaschutz dann die Pionierunternehmen, wenn die die neuen Marktnischen entdecken und sich da etablieren können, ist das natürlich auch von riesigem unternehmerischen Vorteil. Aber auf der anderen Seite muss man auch klar sehen, ein Problem des Verlusts der Biodiversität ist eben, was damit verbunden ist, ist das unternehmerische Risiko. Wenn jetzt gerade die ganzen Lieferketten, haben wir schon angedeutet, die Produktion von Kakao, von Kaffee, von Bananen, von Äpfeln, von all diesen Gütern, wenn das nicht mehr mit derselben Sicherheit zur Verfügung gestellt werden kann, hat es ja auch ökonomische Folgen. Und in der Zwischenzeit müssen Unternehmen dazu auskunftsfähig sein, diese Risiken zu benennen. Es gibt jetzt auf europäischer Ebene neue Berichtspflichten. Da müssen Unternehmen prüfen, wie abhängig sie von der Natur sind. Und wenn da eine hohe Abhängigkeit ist und die nicht beziffern können und keine Gegenmaßnahmen nennen können, dann hat das auch Folgen für Investitionen in ihr Unternehmen. Das heißt, es kann auf der Ebene auch ganz schön schnell, ganz schön teuer sein, wenn man als Unternehmen da nicht gewappnet ist, mit diesen möglichen Risiken umzugehen. Sie haben im vergangenen Jahr das Buch Vom Verschwinden der Arten veröffentlicht und darin bezeichnen Sie Biodiversität auch als Maschinenraum der Natur. Könnten Sie uns erklären, was Sie damit meinen? Die Natur liefert für uns viele verschiedene Güter. Das eine ist, was ich schon genannt habe, ist zum Beispiel Nahrung oder Trinkwasser oder Bauholz. Das können die Ökosysteme für uns Menschen aber nur zur Verfügung stellen, wenn die Natur funktioniert, also wenn die verschiedenen Funktionen in der Natur auch ablaufen können. Und genau an dem Punkt kommt die Biodiversität, all die Tausenden von Tier- und Pflanzenarten und Pilze ins Spiel, die dafür sorgen, dass Ökosysteme funktionieren können. Am griffigsten sind natürlich Bestäuber, aber auch Samenausbreitung ist ganz wichtig durch Vögel zum Beispiel.
Beispiel, weil die dafür sorgt, dass sich Wälder natürlich regenerieren können. Oder Bodenbildung ist ganz wichtig, dass Böden fruchtbar bleiben und weiter Nahrungsmittel produzieren können. Aber auch solche Sachen wie jetzt in den Alpen Hangschutzwälder, die helfen, dass keine Lawinen ins Tal brausen und eben Menschenleben und Häuser zerstören. Oder an den Küsten der Meere, Mangroven sind wunderbarer Schutz gegen Sturmfluten, im schlimmsten Fall sogar Tsunamis. Es gibt also eine riesig lange Liste an solchen Ökosystemprozessen, die wir als Menschen für garantiert nehmen, wo dann eben die Biodiversität sowas wie der Maschinenraum ist, der diese Leistungen alle ermöglicht. Mit Frau Böning-Gese spreche ich gleich noch darüber, was Schutzgebiete bringen und wie wir künftig im Einklang mit der Natur leben können. Davor machen wir aber eine kurze Pause und sind dann gleich wieder zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Seit 35 Jahren lesen die Menschen im Standard auch das, was sie woanders wohl nicht lesen könnten. Guten Tag, mein Name ist Hans Rauscher und ich schreibe seit 25 Jahren für den Standard auch das, was ich woanders wohl nicht schreiben könnte. Der Standard, der Haltung gewidmet. Sie haben schon gesagt, die Artenvielfalt geht aber zurück, oft unbemerkt eben, an vielen Menschen vorbei. Worin sehen Sie den Hauptgrund für diesen Artenrückgang? Es gibt ja einen Weltbiodiversitätsrat, das ist das Äquivalent zum Klimarat und der bringt auch globale Berichte raus. Und der letzte große, 2019, hat die großen Ursachen für den Verlust der Biodiversität identifiziert. Das sind die sogenannten Big Five, die fünf großen Ursachen. Auf Platz 1 ist der Landnutzungswandel, vor allen Dingen die Landwirtschaft. Die frisst sich in den Tropen, in tropische Wälder oder in Savannen oder in Feuchtgebiete. Und bei uns in Europa, in Deutschland, in Österreich ist es die superintensive Landwirtschaft, eben die Monokulturen, die Schädlingsbekämpfungsmittel, aber auch der Verlust von Hecken und anderen Strukturen. Auf Platz 2 liegt die Ausbeutung von Arten. Das ist vor allen Dingen in den Meeren ein ganz wichtiges Thema. Der Fischfang, aber auch an Land, jetzt weniger bei uns als in manchen tropischen Ländern, die Jagd nach Wild. Auf Platz 3 kommt der Klimawandel, der derzeit noch kein dramatischer Faktor für den Rückgang der Biodiversität ist, der aber in Zukunft sicher eine ganz große Rolle spielen wird. Dann kommt die Umweltverschmutzung, zum Beispiel die Plastikverschmutzung, und dann kommt das Einwandern von exotischen Arten. Kommen wir kurz auf den ersten Punkt zu sprechen, die Landwirtschaft. Was läuft dort Ihrer Meinung nach gerade falsch? Sie haben schon gesagt, also die intensive Landwirtschaft, die Veränderung der Landschaft hat viel zum Artenverlust beigetragen. Trotzdem ist es ja so, es gibt einerseits die intensive Landwirtschaft, die vielleicht vergleichsweise weniger Fläche nutzt. Auf der anderen Seite wird oft von biologischen Höfen etc. gesprochen, die dann wiederum mehr Fläche beanspruchen. In welche Richtung könnte diese Entwicklung dann gehen, um die Artenvielfalt doch zu erhalten? Was in der Landwirtschaft erst richtig und dann falsch gelaufen ist, ist, dass nach dem Zweiten Weltkrieg man immer stärker auf Produktion gesetzt hat. Und das war natürlich direkt nach dem Krieg ganz zentral, weil die Menschen Hunger hatten und Nahrungsmittel brauchten. Aber das hat in der Zwischenzeit ein Maß an Perfektion erreicht, die praktisch keinem anderen Lebewesen irgendwas noch gönnt. Also das heißt, wie ich schon gesagt habe, die Hecken sind verschwunden, damit man mit ganz großen Erntemaschinen ganz schnell über die Felder fahren kann. Man baut Kulturen an, die einen höheren ökonomischen Gewinn erwarten lassen. Dafür sind Graslandökosysteme, also Wiesen und Weiden, verschwunden gegangen. Die Tiere, die Kühe, die Rinder werden im Stall gehalten und nicht mehr auf der Weide. Man sitzt im großen Maßstab Schädlingsbekämpfungsmittel und Düngemittel ein. Also alles ist optimiert hin auf Produktivität. Und das ist ganz klar, vor allen Dingen in der Summe der Gründe, der Grund, warum die Biodiversität in der Agrarlandschaft zurückgeht. Was ist jetzt die Lösung? Also wenn man Biodiversität in der Fläche haben möchte, dann sollte man wirklich biodiversitätsfreundlicher wirtschaften. Und da ist der Ökolandbau eine gute Methode. Im Mittel ist im Ökolandbau die Biodiversität etwa 30% höher als im konventionellen Anbau. Aber auch im konventionellen Anbau ist mit relativ einfachen Maßnahmen mehr Biodiversität zu erreichen. Also mit Randstreifen, mit Brachflächen, mit Hecken oder mit anderen Anbaumethoden, wo man dann nicht so dicht sät, sondern mit größeren Abständen sät, wo man Untersaaten hat, wo man mehrere Kulturen auf einem Acker anbaut. Und da gibt es Experimente, ein großes Modellprojekt in Deutschland, das sogenannte Franz-Projekt. Das zeigt, dass innerhalb ganz
kurzer Zeit die Biodiversität auch im konventionellen Landbau nach oben gehen kann. Letztlich geht das Ganze aber nur aus, wenn man auch beim Konsum und bei der Ernährung ansetzt. Darauf kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Vielleicht kurz noch vorher, ich habe es vorher kurz anklingen lassen. Glauben Sie, kann es Sinn machen, dass es eben trotzdem noch Flächen gibt, auf denen wirklich intensiv angebaut wird, wo der Ertrag dann wirklich sehr viel höher ist, damit eben mehr Fläche trotzdem für Schutzgebiete oder Flächen sozusagen mit höherer Artenvielfalt zur Verfügung steht? In der Tat, im konventionellen Anbau sind die Erträge etwa 25% höher als im Ökolandbau. Also es ist gar nicht so viel riesig höher. Und je nachdem, wie man den Ökolandbau macht, sind die Erträge dort wirklich niedriger, aber zum Teil auch gleich hoch wie im konventionellen Anbau. Da gibt es eine große Varianz. Letztlich brauchen wir einen ökologischen Landbau oder einen biodiversitätsfreundlichen Landbau auch für die langfristige Produktivität. Wenn wir wirklich alles aus den Böden rausholen und die immer humusärmer werden und immer mehr auslaugen, dann werden die, wenn wir jetzt Klimawandel ins Auge fassen mit stärkeren Dürren und mit hohen Temperaturen, dann werden diese Böden keine Nahrungsmittel mehr produzieren. Da laufen wir in ein richtig großes Risiko der Ernährungssicherung rein, auch im konventionellen Anbau. Das heißt, es ist in unserem ureigenen Interesse, die Fruchtbarkeit der Böden zu erhalten. Und das ist oft mit einer weniger intensiveren und bedachteren Art und Weise, wie ich Landwirtschaft mache, besser zu erreichen. Nichtsdestotrotz, wenn wir dann auch noch Schutzgebiete haben wollen, und wir haben uns ja auf verschiedenen Ebenen als Weltgemeinschaft darauf geeinigt, dass wir mehr Schutzgebiete haben wollen, das geht dann wirklich nur zusammen, wenn wir auch bei unserem eigenen Konsumverhalten und bei unserem eigenen Ernährungsverhalten ansetzen. In der EU ist in den vergangenen Monaten häufig die Rede von Renaturierungsmaßnahmen gewesen, also vor allem in der Landwirtschaft. Was halten Sie von diesen Maßnahmen? Dieses Renaturierungsgesetz, das jetzt ganz, ganz kurz vor der finalen Abstimmung steht, ist wirklich zentral. Eben im eigensten Interesse der Menschen, dass das Land wieder die Möglichkeit hat, sich zu erholen und dass die Natur wiederhergestellt wird. Und das Gesetz greift an verschiedenen Ecken an. Natürlich in der Landwirtschaft, dass wir eine biodiversitätsfreundlichere und nachhaltigere Landwirtschaft bekommen, aber auch im Waldbau und bei der Renaturierung von Mooren, aber auch in den Städten, dass wir eben grüne Städte haben, die artenfreundlich sind, wo wir dann in der Stadt auch Natur erleben können. Auch da durchaus wieder im direkten eigenen Interesse, weil das gut für unsere Gesundheit ist, nachweislich, aber auch, weil das gut ist für das Klima in den Städten. Grüne Städte sind kühler als eben Betonwüsten. Das heißt, eigentlich setzt diese Renaturierung auf ganz verschiedenen Ebenen an und bedeutet beileibe nicht, dass jetzt alles in Wildnis überführt werden muss, sondern dass wir eigentlich wieder zu einer nachhaltigen, biodiversitätsfreundlichen Landbewirtschaftung zurückkommen. Sie haben schon gesagt, wichtig ist auch, dass sich die Ernährungsgewohnheiten ändern. Das heißt wahrscheinlich vorrangig weniger Fleisch. Um es jetzt plakativ zu formulieren, müsste Fleisch in Zukunft wieder teurer werden? Also der Fleischkonsum, aber auch die Lebensmittelverschwendung sind wirklich zentral. Man muss sich das mal vorstellen. Für 1 Kilogramm Rindfleisch brauche ich 160 mal dieselbe Fläche wie für 1 Kilogramm Kartoffeln. Wenn man den Konsum auch nur halbiert, bekommt man so viel Fläche frei, um einen naturfreundlichen Landbau zu machen, aber auch um Schutzgebiete auszuweiten und einen besseren Schutz zu gewährleisten. Das heißt, am Fleischkonsum steht und fällt vieles, aber es ist eben auch ein unglaublich guter Hebel, um Verbesserungen zu erwirken. Und wie man das erreicht, das ist natürlich eine unglaublich sensible Angelegenheit. Wir haben in Deutschland eine sehr große Debatte über die Currywurst und ob die noch erlaubt ist und ob die verboten werden sollte oder ob die Currywurst teurer werden sollte. Letztlich ist es natürlich jedem Einzelnen überlassen, wie viel Fleisch und Wurst man essen möchte. Da sollte und will der Staat in Deutschland nicht reinreden. Das ist eine persönliche Angelegenheit. Man kann natürlich dann trotzdem als Staat eingreifen, indem er Fleischprodukte teurer macht und die Mehrwertsteuer drauf erhöht und dann im Gegenzug die für Obst, Gemüse, Getreide, Vollkornprodukte reduziert, idealerweise auf Null setzt. Unterm Strich wird es dann Ganze nicht teurer, was dann im Einkaufskorb landet, aber es wäre eine Lenkungswirkung hin Richtung eine naturfreundlichere Landnutzung da und auch natürlich eine Landnutzung, also eine Ernährung, die gesünder ist als das, wie sich die meisten Menschen ernähren.
Aber das ist natürlich auch ein dickes Brett, ob sich das jetzt im politischen Diskurs durchsetzt. Was auch gut funktioniert, sind Modellprojekte in der Gemeinschaftsverpflegung, also zum Beispiel in Kantinen oder in Kindergärten oder in Mensen, wo man ein gesundes und naturfreundliches Essen anbieten kann und auch andere Mechanismen, indem man die Leute dazu bringt, sich gesünder und naturfreundlicher zu ernähren. Das ist zum Beispiel auf der Speisekarte im Restaurant eine größere Vielzahl von wirklich guten vegetarischen Alternativen gibt und nicht nur die üblichen, was weiß ich, Käsespätzle, die sonst auf der Karte oft zu finden sind. In Ihrem Buch sprechen Sie sich ja auch für eine Reduzierung von naturschädlichen Subventionen aus. An welche denken Sie da genau? In Deutschland hat das Umweltbundesamt eine große Liste an Subventionen aufgestellt und geschaut, was sind die richtig großen Posten. Und der schlimmste Faktor ist Subventionierung der Energiebereitstellung und der Nutzung und die Subventionierung des Verkehrs. Das sind einmal 25 Milliarden, einmal 30 Milliarden Euro, die da reingehen. Ein kleiner Aspekt ist zum Beispiel eine Subventionierung von Dienstwagen. Das sind allein 3 Milliarden für die private Nutzung von Dienstwagen. An dem Punkt kann man sich schon überlegen, ob das nicht eine Subventionierung eines Klientels ist, dass sich das womöglich auch anders leisten könnte. Aber auch in Deutschland durch die Mehrwertsteuerermäßigung bei tierischen Produkten hat man auch Kosten von 5,2 Milliarden Euro. Das heißt, da wird mit unglaublich viel Geld Fleisch künstlich billiger gemacht, wo wir eigentlich genau das Gegenteil bräuchten. Und ein weiterer großer Posten ist die Agrarsubventionen von der EU. Das sind auch in dem Fall in Deutschland 7 Milliarden pro Jahr, die eben im Wesentlichen nach der Fläche ausgeschüttet werden, nicht danach, wie auf den Betrieben gewirtschaftet wird. Das sind auch im positiven Sinne Hebel, Mittel, riesige Mengen an Geld, die man eigentlich auch für den Naturschutz einsetzen könnte, statt für die Schädigung der Natur. Sie haben es vorher schon einmal gesagt, also es braucht auch mehr Schutzgebiete für den Artenschutz. Angesichts der wachsenden Weltbevölkerung, der dichteren Verbauung etc. von Siedlungsgebieten, wie realistisch ist es da, Schutzgebiete überhaupt noch auszuweiten? Da ist wirklich der Schlüssel unser Konsum- und Ernährungsverhalten. Schon vor einigen Jahren hat eine Kommission eine Empfehlung für eine sogenannte planetare Ernährung aufgestellt. Wie sollte man sich gesund ernähren und gleichzeitig so, dass man den Planeten möglichst wenig belastet? Und da geht es zum Beispiel um 300 Gramm Fleisch in der Woche. Das wäre das zurück zum Sonntagsbraten, den man eigentlich in den 1950er Jahren noch hatte. Oder 200 Gramm Fisch in der Woche. Das war der Freitagsfisch, den man früher hatte. Und ansonsten eben viel Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse, Vollkorngetreideprodukte. Und das Erstaunliche ist, wenn sich alle Menschen auf der Erde so ernähren würden, wären alle gesünder. Die einen hätten weniger Kreislauferkrankungen, die anderen hätten überhaupt genug Fleisch, um sich gesund zu ernähren. Und mit dieser Ernährung könnte man sogar 10 Milliarden Menschen auf der Erde ernähren. Derzeit haben wir etwas über 8 Milliarden. Und das gleichzeitig bei dem Erhalt der Regenwälder, bei einem besseren Klimaschutz und bei einem besseren Wasserschutz. Und da sieht man, dass es wirklich Win-Win-Win-Lösungen gibt, die in alle Richtungen positiv sind. Und damit könnte man auch Schutzgebiete verschiedenen Maßes des Schutzes einrichten, ohne dass man noch mehr Flächen unter den Pflug nehmen müsste. Ich glaube, Sie haben es auch in einem anderen Interview schon mal erwähnt, wenn wir jetzt von diesen Schutzgebieten sprechen, geht es da wirklich darum, die Natur manchmal einfach in Ruhe zu lassen? Ja, wir sollten ein breites Spektrum an Schutzgebieten haben. Also da hat man sich ja auf der europäischen Ebene durchaus auch zu strengen Zielen verpflichtet. Auf der internationalen Ebene beim Abkommen in Montreal hat sich die Weltgemeinschaft darauf geeinigt, 30% der Flächen bis zum Jahr 2030 unter Schutz zu stellen, an Land und in den Meeren. Und in der europäischen Biodiversitätsstrategie ist noch eine zusätzliche Verschärfung drin, nämlich dass insgesamt 10% der Flächen an Land und in den Meeren streng geschützt sind. Und da kann man jetzt natürlich drüber diskutieren, was strenger Schutz bedeutet, aber man kann sagen, das ist ein Schutz, der bedeutet, Natur auch mal Natur sein zu lassen, vielleicht mehr Wildnis zulassen. Und es geht durchaus, wir haben in Deutschland oder auch natürlich in den Alpen Gebiete, wo genau so was gelebte Praxis ist und wo das wunderbar funktioniert, wenn man das erleben kann. In den Wäldern kann man mehr solche Bannwälder oder Schutzwälder einrichten. Und
Das ist eben die Möglichkeit, die Kraft der Natur wirklich zu erleben, wenn man da als Mensch, als Besucherin hingeht, aber auch zu sehen, wie wird es sich denn Natur ohne menschliche Eingriffe entwickeln. Und es ist gerade im Waldentwicklung ganz wichtig zu gucken, welche Baumarten siedeln sich da an, welche haben unter dem derzeitigen Dürre- und Temperaturstress denn keine Schwierigkeiten und würden ganz von alleine wachsen. Wir kommen leider schon zum Ende von unserer Zeit, aber was mich zum Abschluss noch interessieren würde, so auf persönlicher Note, was bedeutet es in heutiger Zeit Ihrer Meinung nach überhaupt noch im Einklang mit der Natur zu leben? Das ist eine große Frage. Also bei dem Weltnaturabkommen hat man sich geeinigt, dass man gerne bis zum Jahr 2050 im Einklang mit der Natur leben möchte. Was bedeutet das für uns? Ich denke, wir brauchen Flächen, wo man eben Natur Natur sein lässt. Wir brauchen eine biodiversitätsfreundliche Landwirtschaft. Wir brauchen einen biodiversitätsfreundlichen Konsum und eine entsprechende Ernährung. Aber was es letztlich bedeutet, dass man die anderen Arten auf der Erde wirklich wahrnimmt und ernst nimmt und denen auch Respekt entgegenbringt auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass man Fürsorge für diese Arten übernimmt und Verantwortung für diese Arten übernimmt. Das ist eine andere Art des Naturumgangs, als wir das bisher haben, auf Augenhöhe und eben mit dem Treiber der Fürsorge im Hinterkopf. Das ist zumindest für mich, was es heißt, im Einklang mit der Natur zu leben. Frau Böning-Gese, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, vielen Dank von meiner Seite aus. Vielen Dank auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Für weitere Anregungen und Feedback schreibt uns wie immer gerne ein E-Mail an zukunft@derstandard.at. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das über ein Abo tun. Infos dazu findet ihr auf abo.derstandard.at. Nächste Woche gibt es dann wieder eine Folge Edition Zukunft Klimafragen. Ich hoffe, dass ihr auch dann wieder dabei seid. Ich bin Jakob Hallinger. Diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Max Knorr und ich leite ein Softwareentwicklungsteam beim Standard. Eine unserer großen Herausforderungen ist es aktuell, die ModeratorInnen vom Standardforum durch KI und Machine Learning Modelle bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Was mich dabei besonders motiviert, ist zu sehen, wie unsere Arbeit dazu beiträgt, die größte österreichische Online-Community zu einem sichereren und interessanteren Ort zu machen. Möchtest du mehr über unsere Arbeit erfahren? Dann schau auf unserem Developer-Blog unter dev.derstandard.at vorbei oder bewirb dich bei uns unter derstandard.at/wirsuchen.